Willkommen zum Video. Ja, herzlich willkommen zum, ja, was ist aktuell hier los? Wir sind in Umsi. Ja, vorab, ich wollte eigentlich den Simulator gar nicht machen, habe aber damit auch ein Video davon angekündigt, aber es gab jetzt neue Busse und da habe ich mir beschlossen, diese Busse mal test zu fahren. Also ich würde auch nie so viele Maps nicht mehr installieren. Ich wollte jetzt sagen, wir sind auf der Kronlaufkarte und ich teste die beiden Busse, die jetzt aktuell stehen. Das ist mit diesem Bus hier, das ist hier dieser Bus hier und ich würde natürlich den testen und diesen anderen testen. Das heißt, ich teste diese Busse aus, aber ich fange erstmal ganz schlicht an, erstmal den Gelenk anzunehmen, weil ich ja persönlich Gelenk erstmal fahren will. Schalten wir unser Ding an. Natürlich ist unser Gelenkbus. Natürlich wieder neue Busse raus. Okay, alles klar. Neue Busse rauskamen. Was eben nett ist, aber sieht auch ganz gut aus, muss ich sagen. Wir gucken alles mal an. Ja, der Sitze, ganz gut für meine Heimat. Ja, ich kenne die Busse, habe damals gefahren. Oh, das war Zeit. Können wir mal die Lichter anschauen? Ja, ich bin krank. Tut mir leid, dass ich die Stimme anhört, aber es ist egal. So, machen wir mal gucken. Dashboard, typisch. Ja, ganz gut. Machen wir die Tür testen mal. Ah, cool. Okay, das heißt, machen wir hinten die Türen mal testen. Funktioniert das eigentlich hier? Ach so, Freigabe, ne? Ich hab doch gedrückt. Nö, okay. Alles gut, okay. Klatsch. So, und jetzt mal. Ach, neue Kasse haben wir auch drin, ne? Okay. Das heißt, klicke auf hier. Ich will auf Anzeige. Betriebsfahrt. Nicht einsteigen. Motor anmachen. Machen wir Motor an, dass ihr auch was hören könnt. Hör mal an. Motor läuft, ja, wir können mal hinten gehen. Ja, alles gut. Gang einigen. Hier können wir mal losfahren. Mal gucken. Ah, jetzt geht's. Das ist eine Testphase und ich würde nicht zu viele Maps nicht installieren. Natürlich habe ich keinen Grafikmod installiert, aber es ist mir egal. Wir fahren jetzt eine Testfahrt mit dem Teil hier. Mit der Gelenkwand erstmal an, dann fangen wir irgendwann Solo-Bus an. Hm, ganz gut, das Void hört sich mega geil an. Das Void hört sich richtig schmackhaft an. Licht können wir auch anschalten, wenn wir wollen. Das mache ich auch mal an, ja. Cool. Oh. Hi Affe. Verzeihung, jetzt, dass ich das Wort genommen habe, aber ich mag den Bus nicht. Ich bin im MRN, diese alten Dinger-Fan. So. Wow, das ist ein guter Bus, hört sich gut an. Können wir kurz mal Lenk testen? Ganz gut. Wir haben natürlich Standardlackierung, ne? Aber jetzt habe ich so einen leckeren Leck, danke. Jetzt, das ist normal, das passiert bei einem manchmal um sie, dass es ein bisschen lecken tut. Aber wir sind auf der Grundlaufkarte. Das wird auch an vielleicht irgendwann eine Linienfahrt sein, dass ich wieder allererstes Mal wieder Linien fahre. Aber das mache ich jetzt nicht, weil ich persönlich mal Testfahrten mache hier. Eine Testfahrt hier mache. Na gut, ganz Lenkung. Können wir kurz mal Dings hier anders machen. Oh, die Gummilippen hier. Können alle seine Asynchrone auf, dann seht ihr das Ganze. Könnt ihr die Tür zumachen. Cool. Was man auch, kann ich auch hier. Cool. Also Türen lohnt sich. Ich kann vorab sagen, ist geil. Warum hört ihr ganz kaum nichts hier? Warum machen wir mal den Sound ein bisschen lauter, wenn wir das können? Zack, 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 zack. So, ist das vorab mal eingestellt. Kickdown. Ist ganz gut, dass du Kickdown gibst. Einer blockiert mir wie das Ganze los. 1, 2, 3, verpiss dich. Danke. Können wir kurz mal gucken, Fenster? Aha. Natürlich gibt es auch andere, ja. Webdesk zum Runterladen gibt die Busse. Die kann ich auch verlinken.
So, wir gehen jetzt hier, parken unser Bus mal ab und wir testen jetzt die Solobuswanden. So, wir bremsen ab. So, Motor aus. Ach so, natürlich hier auch nicht. Dings, Kneeling. Aha, warte, muss aber zu machen. Aha, Nielen. Okay, Nielen ist auch dabei. So, Display mal gucken. Kannst mal das Display gucken. Ach. Okay, alles klar. Das heißt, ich muss mal die Tür mal. Aha. Tütze. Aber ja, es kann manchmal auch richtig hermann lecken, aber. Ah, jetzt geht's wieder. So, jetzt machen wir Elektrik aus. So. So, die führt jetzt zu nicht einsteigen. Auch Betriebsfahrt genannt. So, jetzt testen wir natürlich jetzt hier mit einem Solobus mit ZF-Getriebe. Ich bin so ein großer Fan von diesen MRNs. Hier sieht man ganz andere Matrix verbaut hier. Natürlich, wir sind auf der Repaint Kassel ausgewählt. Ganz gut aus. Ganz hoch. Hoch eingestiegen, das ist die Höhe, das ist die Überlandswand. Ganz gut aussehen, ganz gut. Das heißt, ja. Aber Motor. Hoch, lass das Ding persönlich mal hochfahren. Aber. Betriebsfahrt. Oder nicht einsteigen. Wollen wir mal die Tür testen, erstmal persönlich. Kann man mal die Elbe mal kurz mal kleiner schildern. Ach, es ist komplett anders. Warte. Das ist. Ja, okay. Das heißt, jetzt wie jetzt wieder runter weg. Zack. Machen wir mal die Tür zu. Wumms. Zu. Bus läuft auch wunderbar. Also ist es eine Test, Let's Show Busse. Mal gucken, Bus fährt gerade ganz gut. Der Bus hat Mumpf gehabt, ich habe ZF genommen. War jetzt ja ganz gut. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo mal persönlich mal lenken, Lenkung stimmt wunderbar, ja. Mal Tür testen. Die Tür drücke ich jetzt hier mal, aber ja, das ist ja so eine Art, ich würde auch nicht so viele Dings installieren, keine Maps oder so. Jetzt gebe ich Kickdown. Natürlich gibt es natürlich Busse haben andere Matrixen. Da könnt ihr mal reinschauen. Der andere ist von Mini-Paket. Das ist der vorne da. Unser Karre mal abstellen.
So, das war unser Schiebetür hat er auch hier. Cool, gefällt mir. Das war unser Solobus und jetzt zeige ich eine andere Wante, die ich jetzt auch zeigen will. Wir schwingen jetzt eine andere Wante, unser MAN Y-Globo mit Hintertür. Und ja, wir sind hier ganz anders hier. Aber kann man zeigen hier, was dieses hier so beinhaltet wird. Was anderes von dem Mini-Paket, das ist von Mini-Paket, ist da drinne. Das heißt, es ist ein Überland hier. Naja, also Überland, ja, naja. Ah ja, kann man machen. Was mit Haltewunsch? Ah, cool. Armatur testen. Geht so. Motor. Sind wir eigentlich ein MAN oder was? Oh, das ist. Ja, sind wir ein MAN? Wie? Moment mal, der Motor ist irgendwas hier. Das ist nicht kein MAN. Das hört sich wie V6 an. Ach, ich weiß, es ist ja egal, das ist V6 hier drin, wenn ich das weiß. Gang anlegen, Hupen. Ah, okay. Handbremse zu lösen. Mein Getränk. So, jetzt gucke ich mal, wie der Schilderung eigentlich geht. Ach du Scheiße, das habe ich noch nie genutzt. Sechs, das heißt sechs. Ach, muss ich nicht tippen. Aha. Eingabe, hier bestätige ich das Ganze. Hier gebe ich die Route jetzt hier ein. Okay. Okay, Matrix funktioniert auch. Q drücken. Nordspitze. Aha. Ziel. Ich weiß es schon. Ja, das ist Matrix abhängig. Heizung gibt's auch. Aber ganz gut. Jetzt fahren wir hier mit der Probefahrt mit dem Dell. Ja, ja. Ja, Hententeil ist nicht so gut geworden. Oder beheben. Wir fahren nochmal diese drei Testfahrten machen. Ich würde auch anderes mit euch eine Linie fahren mit anderen verschiedenen Bussen, aber jetzt nicht, weil ich jetzt hier eine Testfahrt mache hier. Würde auch nicht, hab schon gesagt, keine Dings hier installieren. Ich wollte nur, dass hier die Busse testen hier. Auch verläuft noch. Es freut mich. Oh, was hat er mit dem Bus heute los? Oh Gottes Willen. Aber natürlich habe ich noch Omsi so eingestellt. Kann ich auch verlinken, wenn ihr wollt. Das ist die hier, diese optimalen hier. Was ist denn die optimale Einstellung, die hier drin sind? Hier wird es ja wieder installiert, wie vorher. In diesen Videos, die ich verwendet hatte. Die sind jetzt hier drinne. Mein Display läuft. Wunderbar. Ich wollte gleich mal den Nothammer probieren. Halt mal an. Was passiert, wenn ich Nothammer drücke? Ist er jetzt nicht beinhaltet eigentlich? Warte mal. Mir funktioniert nicht. Okay, was heißt aber Türen gehen auch. Also der fährt. Wenn ihr die Tür zu habt, dann fährt er los. Und ich muss einfach nicht weitermachen, weil ich damit aufgehört habe. Da habe ich mir eine Chance gegeben, weil neue Busse rauskamen. Und so wollten nur diese drei Busse testen. Motor aus. So. Das war's mit den zwei, drei Bussen. Einmal ein Gelenkbus, einmal zwei Solobussen. Und ich hab's da bei euch gezeigt. Dann. Wann geht jetzt wieder nicht? Ach, es ist doch jetzt aber. Komm. So, ich hab's euch beide gezeigt. Ich hab's beide gezeigt. Beispiel, dass ja, gefahren bin. Im nächsten Video wird natürlich eine Testfahrt geben. Da werde ich auch andere Busse testen. Also andere werden da Testfahrten machen und so, wie sie so fahren tun. Oder so, mal schauen.
Aber wir sagen, so, das war's. Das heißt, das war's. Ich habe euch die Busse getestet. Tschüss, Wiedersehen.